Hey Leute, weiter geht's mit Let's Retro, die Elder Scrolls 4, Oblivion. Beim letzten Mal, ich glaube, wir haben sogar schon alles relativ vorbereitet. Ja, genau. Also wir hätten hier noch ein paar gestohlene Sachen zu verkaufen, aber vielleicht lasse ich die auch irgendwann mal liegen. Beim letzten Mal haben wir ja eine kurze Aufnahme gehabt, heute gibt es wieder eine normal lange Aufnahme. 2 Stunden. Das ist das Falsche. Aber jetzt lesen wir natürlich erstmal wieder ein Buch. Bestiarium der zitternden Insel, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Der Bug soll ja irgendwann von alleine verschwinden, hieß es, aber... irgendwie ist er immer noch da. Namlirs Bestiarium der Inseln von Namlir Esprink. Meinem guten Freund und Kollegen Venristvi gewidmet, der die Wesen aller Reiche geschützt hat. Obwohl meine frühe Ausbildung die umfassende Erforschung aller Formen der Fauna einschloss, konnte mich nichts auf die Überraschungen vorbereiten, die mich auf meiner großen Expedition auf die zitternden Inseln erwarteten. Obwohl ich mein ganzes Leben hier verbracht habe, entdecke ich jetzt erst, wie wunderbar und einzigartig die Kreaturen der Inseln sind. Die Expedition war eine ausführliche, 6-jährige Erkundung jeden Winkels der Inseln mit dem Ziel, die einheimische Fauna zu kategorisieren und diese Informationen für die Nachwelt und die Wissenschaft zu bewahren. In den nachfolgenden Zeilen habe ich mein Möglichstes getan, jedes Wesen detailliert zu beschreiben. Der geneigte Leser möge beachten, dass diese Informationen um den Preis vieler Leben gesammelt wurden und dass dies als umfassendstes und maßgeblichstes Nachschlagewerk seiner Art betrachtet werden muss. Baliwok. Der Baliwok ist ein außerordentlich hässliches, amphibisches Lebewesen, das die Seen, Flüsse und Sümpfe der zitternden Inseln bewohnt. Obwohl der Baliwok, oder Wok, wie manche der Einheimischen ihn nennen, auf allen Vieren läuft, darf man ihn keinesfalls für dumm oder sanftmütig halten. Ein ausgewachsener Baliwok kann mit seinen Klauen und seinen messerscharfen Zähnen lebensgefährliche Wunden verursachen. Die tödlichste Wirkung entsteht dabei nicht durch die Verletzungen, die er dem Opfer zufügt, sondern vielmehr durch die schrecklichen Krankheiten, die er hervorzurufen scheint. Ebenfalls bemerkenswert ist die unheimliche Fähigkeit des Baliwoks, sich im Wasser zu regenerieren. Unseren Beobachtungen nach ist es das Beste, diese Ungetüme gänzlich zu meiden. Es heißt allerdings, dass einige von ihnen makellose Perlen in ihren Körpern tragen, wobei ungeklärt ist, weshalb sie diese schlucken oder welchen Nutzen sie daraus ziehen. Elytra. Elytra sind große, insektenähnliche Wesen. Das ist, da gehört da nicht hin bei Insektenähnliches. Und fast überall auf den Inseln zu finden. Obwohl es zwischen der nördlichen Art Mania und südlichen Dementia Unterart deutliche Farbunterschiede gibt, sind sie sich vom Verhalten und Erscheinungsbild her bemerkenswert ähnlich. Okay, ich glaube, wir hatten die bisher noch gar nicht. Elytra stellen eine ernsthafte Bedrohung für arglose Reisende dar, da sie über 2 interessante Eigenschaften verfügen, die sie im Kampf einsetzen. Zum einen besitzen sie die unheimliche Fähigkeit, bewaffnete Angriffe abzuwehren. Meine Beobachtungen haben ergeben, dass ihre Fühler als eine Art Frühwarnsystem dienen, das drohende Angriffe erkennt. Zum Beispiel von einer oder einem Fall. Da fehlt irgendwas. Zwischen einer und oder, da fehlt irgendwas, Leute. Naja. Die Fühler senden dann ein Signal ans Hirn und sie heben instinktiv die Arme, um den Angriff zu blocken. Die zweite Eigenschaft ist ein natürliches Gift in ihrem Stachel. Dieses Gift ist täuschend, denn es wirkt nicht sofort, sondern entwickelt seine tödliche Wirkung erst mit Verzögerung. Wird nichts dagegen unternommen, kann das Gift einen durchschnittlich großen Mann in wenigen Stunden töten. Besonders tödlich ist das Gift der Elytra-Matrone, das über einen viel längeren Zeitraum wirkt als die Gifte der einfachen Vertreter dieser Spezies. Fleischatronach. Eines der ungewöhnlichsten Wesen auf den Inseln ist der Fleischatronach.
Dieses zusammengenähte Konglomerat aus Haut und Muskeln ist mit mystischen Symbolen geschmückt und trägt einen Eisenkragen. Unbekannt ist, ob der Atronach von Sheogorat oder einem anderen Daedra-Fürsten erschaffen wurde, doch seine Funktion scheint offensichtlich die eines Wächters zu sein. Für gewöhnlich bewohnt der Fleisch-Atronach unterirdische Ruinen und verteidigt Bereiche, die er beschützen soll, bis zum Tod. Eine einzigartige optische Eigenschaft dieses Wesens sind die auf seinem Körper vorhandenen Energiepunkte. Diese farbigen Bereiche erscheinen mit einem inneren Licht zu glühen und die Macht des jeweiligen Atronachs anzuzeigen. In zunehmender Größenordnung scheinen diese gelb, lila und rot zu sein. Die Funktion der Punkte ist noch ein Rätsel, aber aus meinen Beobachtungen vermute ich, dass sie eine Art magiedämpfende Drüse darstellen. Wie zu erwarten sind Fleisch-Atronache gegen alle Krankheiten und Gifte vollkommen immun und gegen Feuer und Frost äußerst widerstandsfähig. Schockmagie scheint eine nachteilige Wirkung auf sie zu haben und ihre größte Schwäche zu sein. Die lila und roten Spielarten besitzen wohl auch natürliche magische Fähigkeiten, einschließlich Heilung und Feuerbälle. Knorz. Das vielleicht fremdartigste Wesen von allen ist der Knorz, oder Wandelnde, der Baum, wie er manchmal genannt wird. Da fehlt das R bei Wandelnde. Wie die Elytra ist auch diese beseelte Pflanze fast überall auf den Inseln zu finden. Der Knorz, eines der einzigartigsten, da fehlt das S, Geschöpfe Sheogorats, besitzt die ungewöhnliche Eigenschaft, die Energie eines gegen ihn verwendeten Zaubers zu absorbieren und zur Stärkung seiner eigenen Verteidigung nutzen zu können. Wird der Knorz von Feuer, Frost oder Blitz getroffen, wächst sein Körper und wird gegen das jeweilige Element für kurze Zeit resistent. Interessanterweise ist gerade dies der wunde Punkt des Knorzes, denn er wird zwar widerstandsfähiger gegen das Element, von dem er getroffen wurde, aber auch gleichzeitig anfälliger für die anderen Elemente. Unser Führer auf der Expedition demonstrierte dies, indem er einen Knorz zuerst mit einem Flammenpfeil traf, danach mit einem Frostpfeil, dann wieder mit einem Flammenpfeil und so weiter. Grummet. Der Grummet stellt das einzige heimische waffentragende Wesen auf den zitternden Inseln dar. Diese primitiven, im Wasser geborenen Humanoiden haben eine stammesartige Sozialstruktur. Unklar ist allerdings, wen oder was sie anbeten. Es ist anzunehmen, dass die Grummets ihren Schöpfer Sheogorath verehren, obwohl ihre religiösen Totems keine Bildnisse des wahren Gottes tragen. Bekannt ist, dass sie eine einfache Hierarchie haben, mit Schamanen und Stammeshäuptlingen, die die anderen Grummets befehligen. Die Grummets haben auch die Kunst des Zauberns gemeistert. Ein Beweis hierfür ist der durchaus tödliche Grummet Magus. Kurioserweise können Grummets sich selbst heilen, ähnlich wie Baliwox. Unter Wassereinwirkung regenerieren sich ihre Verletzungen. Anders als beim Baliwog tritt dieser Regenerationseffekt auch bei Regen ein, was sie bei Schauerwetter zu gefährlichen Gegnern macht. Die besagte wasserheilende Fähigkeit lässt mich vermuten, dass Baliwogs und Grummets irgendwie miteinander verwandt sind, doch trotz intensiver Nachforschung gelang es mir nicht, eine Verbindung konkret nachzuweisen. Der Hunger. Wenn ein Wesen die dunkle Seite von Sheogorath verkörpert, dann ist es der Hunger. Diese reinrassigen, dätrischen Kreaturen wurden hier auf den Inseln der Diener und Wächter eingeführt. Der Hunger ist äußerst schnell und wendig und seine blitzartigen Reflexe sowie die Fähigkeit, die Lebensenergie seines Opfers zu absorbieren, machen ihn zu einem sehr ernstzunehmenden Gegner. Meiner Art sollte man auf dieses schreckliche Wesen stoßen, ist entweder einen großen Bogen um ihn zu machen oder ihn schnellstens zu erlegen. Vorsicht, denn es heißt, dass Beschwörungszauber existieren, mit denen der Hunger beschworen und auf die Feinde des Zauberers losgelassen werden kann. Der Skalon. Ein weiteres einheimisches Wasserwesen der zitternden Inseln ist der Skalon. Er weist auffallende Ähnlichkeiten mit einem aufrechtgehenden Baliwog auf, besitzt große, flossenähnliche Glieder sowie Rückenstacheln. Der Anblick eines sich langsam an seine Beute heranpirschenden Skalons ist fürchterlich. Diese scheinbar schwerfällige Kreatur ist nicht zu unterschätzen, denn der Skalon besitzt eine schier unglaubliche Sprungkraft, die es ihm ermöglicht, seine Opfer aus erstaunlicher Entfernung anzugreifen. Eine weitere Eigenschaft
die er mit dem Balivok teilt, ist die Tatsache, dass er durch Biss und Kratzwunden Krankheiten auf sein Opfer übertragen kann. Es wird empfohlen, diese Wesen aus äußerster Entfernung durch Zauber oder mit Fernwaffen zu bekämpfen, denn aus nächster Nähe sind sie äußerst gefährlich. Die Klapperscheuche. Die Klapperscheuche ist eine Art untotes Gestell, gebaut aus Knochen, Draht und Fetzen von Stoff. Die hierfür verwendeten Knochen wurden scheinbar wahllos zusammengebunden, so dienen Schädel als Kniescheiben und Beinknochen als Arme, nur um einige Beispiele zu nennen. Die Klapperscheuche mag zwar untot sein, aber sie verfolgt jedes Opfer wie ein Raubtier seine Beute. Wie ihre untoten, knochigen Gefährten ist die Klapperscheuche gegen Krankheit, Gift und Lähmung völlig immun. Außerdem ist sie für alle Frostzauber unempfindlich. Überdies explodiert die Klapperscheuche bei Eintritt des Todes in einem spektakulären Eisregen. Diese Fähigkeit scheint ihr von ihrem Schöpfer als ein interessanter letzter Abwehrmechanismus gegeben worden zu sein. Diese Tatsache war mir am Anfang unbekannt und einer unserer besten Führer wurde getötet, als er mit seinem Hammer den Todesstoß ausführte. Wer vorhat, gegen diese untoten Wesen zu kämpfen, sollte Frostschutzkleidung tragen oder sie aus der Ferne vernichten. Gehäuteter Hund. Auf diese scheußlichen untoten Biester stößt man im Allgemeinen innerhalb und außerhalb der Ruinen, die hier und da auf den Inseln zu finden sind. Der äußerst schnelle und wendige, gehäutete Hund hat einen unstillbaren Appetit auf Fleisch. Wie der Fleischatronach scheint er nur aus Haut und Muskeln zu bestehen, die irgendwie grob zusammengenäht wurden, aber noch ist unklar, ob er beschworen oder nur gebaut wurde. Der gehäutete Hund ist als Gegner nicht zu unterschätzen. Er überfällt seine Opfer mit einem unglaublichen, unsichtbaren Sturmangriff, ähnlich wie ein Geist. Er besitzt eine gewisse Frostresistenz und ist völlig immun gegen Krankheiten und Gift. Die Schwäche dieser Biester ist Feuer. Sie scheinen nicht intelligent genug zu sein, sich davon abschrecken zu lassen, und es ist äußerst effektiv, um sie schnell zu töten. Obwohl dieses Werk die kampfbezogenen Eigenschaften dieser Wesen nur am Rande behandelt, finde ich es dennoch von größter Wichtigkeit für jeden Reisenden innerhalb der Grenzen der zitternden Inseln. In zukünftigen Werken werde ich weitere Aspekte dieser Kreaturen behandeln. Zum Beispiel Fortpflanzung bzw. Erschaffung, magische Ursprünge und sogar einige köstliche Rezepte beschreiben, die ich auf meinen Reisen entdeckt habe. Mein Rat für den, der auf den Straßen und Pfaden der Inseln wandelt, ist, stets wachsam zu bleiben und immer vorbereitet zu sein. Seine Feinde zu kennen, kann den Unterschied zwischen Tod und Überleben bedeuten. Okay Leute, welche haben wir jetzt alle? Also den gehäuteten Hund hatten wir, die Klapperscheuche hatten wir, den Skalon hatten wir, den Hunger, den Grummet, den Knorz, den Fleischatronach, die Lyta hatten wir noch nicht, den Balivok und das war's. Also wir hatten schon alle Wesen bis auf die Lyta. Bin ich ja mal gespannt, wie die dann aussieht und zu bekämpfen ist. Na gut, aber dann würde ich sagen, machen wir weiter. Eine sonderbare Tür. So, jetzt können wir hier auch wieder unsere graue Kutte der Nacht anziehen. Und wir hatten ja die Moderhöhle fertig. Ja, dann gehen wir jetzt zu Fellmore. Da müssten wir ja eigentlich auch noch was haben. Ich würde dann hier auch dann gerne kurz speichern wollen, Leute. Sehr gut. Kishashi. Ich denke, ich kann kurz mit einem Freund quatschen, aber ich habe viel zu tun. Okay, Gerüchte. Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Ich habe den Torwächter getötet. Ich habe ihn mit einem Apfel vergiftet. Ja. Erzählt weiter. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Das
Sindanbe. Bitte beeilt euch. Ich muss mich um einen Bauernhof kümmern. Der läuft nicht von allein. Und? Mag sie nicht. Die beiden mag sie also. Eine tolle... Nichts als leere Worte. Gute Arbeit. Und bemerkenswert. Gute Arbeit. Spart euch eure Worte. Fillmore. Wir sind eine bäuerliche Gemeinschaft, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zumindest, wenn ich diese Faulenzer dazu kriege, mal richtig anzupacken. Relan ist der Einzige hier, der so etwas wie einen Wert hat. Und auch das nur, weil er so gerne Ungeziefer jagt. Kishashi. Sie bringt endlich was zustande. Das Problem ist, sie zu motivieren. Man muss ihr psychologisch kommen. Gerüchte? Passt auf, wenn ihr euch in die Ruinenstadt Vitaren wagt. Okay, Rana, Joe. Er schafft nicht so viel, wie er eigentlich müsste. Er hebt immer alles Mögliche hoch, um darunter zu schauen und wer weiß was zu suchen. Kein schlechter Arbeiter, sobald er sich auf etwas konzentriert, aber normalerweise macht er irgendwas Unproduktives. Notizbuch. Es ist mein privates Tagebuch. Ich schreibe jeden Tag darin. Manchmal sogar mehrmals am Tag. Ich muss das machen. Es hält meine Gedanken zusammen. Darf ich es mal durchlesen? Naja, ich habe es noch nie jemandem gezeigt, aber ich glaube, euch kann ich vertrauen. Hier, seht es euch an, aber bringt es zurück, ja? Danke. Auf Wiedersehen. So, was war denn hier nochmal die Quest? Genau. Ah ja, okay. Lesen wir es einfach mal. Sindanbes Tagebuch. Die Sonne hört meine Unerfahrenheit, aber wo hat der Mond die Stirn gerunzelt? Am Himmel sind keine Kinder und die Erde isst Erdbeeren. Doch warum schmecken die Würmer nach bitterem Blei? Alle haben ihre Sporen verloren oder die Sporen haben uns alle verschlungen und uns bleibt nichts zurück. Oder alles ist in uns, obwohl wir uns in Felsen schwimmend finden, wo fremde Dinge bleiben und bekannte Dinge außerhalb sich selbst fallen, von uns allen ganz zu schweigen. Warum den Pinsel gegen sie ausspielen? Sie steht immer kurz davor, weit weg zu sein. Und was wird dann aus dem Bauernhof? Soll er in der Brise der Lyrik glitzern? Wie soll ich das wissen? Da fehlt das Leerzeichen. Was ich wirklich weiß, ist Folgendes. Das Gras trinkt Blütenstaub so, wie eine verschluckte Glasperle nach nichts als Wasser schmeckt. Und außerdem, wo auch immer man etwas nicht findet, muss es gewiss irgendwo anders existieren. Denn wie könnte es sonst nicht gefunden werden? Daran liegt Weisheit. Ja, und alles hat seinen Platz. Und jeder Platz hat etwas, das dorthin gehört. Das ist der Lauf aller Dinge. Selbst verlorene Dinge wissen, wo sie hingehören. Sie sehnen sich danach zu sein. Denn darum geht es doch wohl beim irgendwo hingehören. Und doch sind wir nie so einsam wie die Sterne. Wenn wir von etwas Besserem besessen sind, von der Liebe, vom Tod, wovon dann? Vom Leben? Aber sie nennen mich Feind und trotzdem loben sie mich. Doch sogar der Wind ist Sklave der Wolken. Aber der Regen? Er prallt vom Himmel, ab wie Äpfel im Korb. Und wofür? Was soll aus uns werden, wenn die Schotenkerne sterben? Ich würde gerne glauben, dass der düstere Sommer den Tod des Regens nicht ankündigt. Aber wer kann das so genau wissen? Wenn die Wände aus Schmetterlingen sind, wie soll man dann nachts ins Zimmer sehen? Vielleicht ist das Zimmer bereits in uns. Und wir sind es, die Bewohner brauchen. Und unsere Bewohner sind es, die das Licht brauchen. Aber ich schweife ab. Der Löffel, der Ungeheuer tötet, ist immer der Letzte, der in den Mund kommt. Und der Erste, der geht. Und Augen im Hinterkopf bedeuten nicht, dass man rückwärts gehen kann. Biegen sich denn die Knie in diese Richtung? Zeigen die Schuhe gen Himmel? Nein, wir müssen immer weiter vorwärts fallen, bis wir gegen die Tür der Ewigkeit krachen. Das ist die Essenz des Lebens. Von unserer eigenen Banalität verschlungen zu werden, obwohl wir mehr sein möchten. Ich liebe dieses Leben. Aber ich hasse den Nachgeschmack.
Es ist wie das Erwachen aus einem Traum mit den Fingern eines anderen im Mund. Wie kamen Sie dorthin? Zu wessen Hand gehören Sie? Überhaupt, zu wessen Hand gehören wir alle? Es dreht sich immer um die Zugehörigkeit, nicht wahr? Doch, so ist es. So wie die Frage die Antwort weiß, gehört die Antwort der Frage. Und das ist der springende Punkt, glaube ich. Man muss die Frage kennen und somit zur Antwort gehören. Deshalb muss ich in dieses Buch schreiben. Jeden Tag, manchmal zweimal. Die anderen sind auf die Windblumen neidisch, die auf dieses Seiten blühen. Sie möchten die Tinte durch ihre Nasenlöcher ziehen und die Bitterkeit von allem zu kosten, was das Leben für sie bereithält. Aber es ist mein Leben und es gehört mir. Genauso wie mein Haus den Dingen darin gehört. Wie das Innere zum Äußeren gehört. Und das Äußere ist nie ganz frei für das, was es glaubt sein zu können. Immer dasselbe. Eins nach dem anderen. Aber manches auch nicht. Manches sollte besser dort bleiben, wo es sich zu befinden glaubt und nicht, wo es wirklich ist. Nicht alle Orte sind gleich und nicht alle Dinge gehören an denselben Ort. Wie könnte das auch sein? Nein, sicher nicht. Wenn meine Sonne durch die Zähne des Mondes scheint, dann wird die Zeit gekommen sein. Aber erst dann. Bis dahin werde ich weiterhin Fenster mit dem Kopf einschlagen, damit ich sehen kann, wo ich bin. Wo hier ist, wo ich hingehöre. Und da alles rechts ist, so wie es ist, will auch ich recht sein. Und Gerechtigkeit ist in diesem Leben wichtig, nicht wahr? Wie sonst soll ein Leben gerechtfertigt werden, wenn nicht dadurch? Die Sonne bewegt sich ständig. Ich muss wieder an die Arbeit. Ich bin dankbar, dass ich diesen Ort habe, an dem ich meine Gedanken ordnen kann, damit sie sich nicht verirren und verwirrt werden. So wie ich, obwohl ich das den anderen nie zeigen würde, sie glauben, ich hätte alles unter Kontrolle.